Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Tele Blocher. Herr Blocher, ich habe diese Woche ein interessantes Foto gesehen. Sie und die ehemaligen Bundesratskollegen im KKL in Luzern. Das ist ja, glaube ich, so eine tägliche oder jährliche Einladung von der Stadtregierung von Luzern. Ja, der Stadtrat von Luzern lädt jedes Jahr einmal die Altbundesräte ein für ein Konzert. Es ist erst ein kleines Nachtessen und dann Konzert. Die machen viele so Einladungen in der Schweiz und wenn ich kann, gehe ich, weil es ja immer wunderbare klassische Konzerte. Also. Aber selten Mozart, oder? Ja, selten, ja, das hat es auch schon gegeben. Aber also das, ja, es gibt ja auch noch anderes, was schön ist. Also Haydn ist ja, ist ja da jetzt am Anfang gewesen und dann der Benjamin Britten, ein ganz verrücktes, also ganz verrücktes Konzert ist das gewesen. Wunderbar. Und da ja sind eben sind wir die Vierte gsi, also der Noli Koller ist noch gsi, Kaspar Villiger und Elisabeth Kopp und ich. Und dann gibt's halt da mal ein Foto dort und das ist dann erschienen in den Luzerner Zeitungen. Eben, das Bild habe ich gesehen, ist eigentlich eine sehr heitere Runde, wenn man das anschaut, oder? Ja, ja, das ist klar. Ich meine, wieso sollen wir nicht heiter sein? Erstens haben wir ein schönes Konzert vor uns und zweitens verfreut sich einander wieder zu sehen. Das sind ja alles Kollegen und Streitgenossen. Eben, da haben wir ja manchmal Schlacht geschlagen, oder? Ja, ja, natürlich, aber wir sind nicht Leute, die wegen dem, weil wir völlig anderer Meinung sind und einander bekämpfen, dass wir einander verachten. Das können ja viele Leute nicht verstehen. Viele Leute haben das Gefühl, wir sind immer gleicher Meinung, dass wir auskommen miteinander. Das ist ja das Langweiligste, was es gibt. Ich habe mir überlegt, wenn ich das Foto angeschaut habe, eben ist der Altbundesrat Koller neben dir gestanden, dann Frau Kopp und dann der Villiger, oder? Ja, mit, ja. Mit jedem haben sie mal, also die Solidaritätsstiftung ist, glaube mit dem Herrn Koller steht die große Schlacht gewesen, ja, oder? Ja, natürlich. Er war ja Bundespräsident gewesen. Er hätte müssen den unglücklichen Entscheid vertreten, dass man Goldreserven von der Nationalbank 7 Milliarden in die Kreis gibt, wo da eben in der Solidaritätsstiftung, schon der Name ist ja problematisch, wo wir erpresst worden sind vom Jüdischen Weltkongress von Amerika. Wir müssen da Gold rausgeben, nicht einfach klotzen wollen, begreifen wir. Und da hat die Nationalbank nachgegeben. Und dann hat er das müssen verkünden, der Bundespräsident. Und in allen anderen Ländern ist natürlich, wenn ein Bundespräsident tritt, dann gilt's. Und er hat mir am anderen Tag ganz verzweifelt gesagt, muss mal schauen, die ganze Weltpresse, was die schreibt. Die tun, wie wenn das schon beschlossen werden. Wie habe ich doch gesagt im Parlament, vorbehältlich des Beschlusses des Nationalrats, des Parlaments und des Volkes. Ja, aber die kleine Bemerkung hat dann natürlich niemand gekommen, oder? Und das hätte man dann können verhindern. Durch eine Volksabstimmung, ja, hätte man das können verhindern. Und das war die SVP-Führung natürlich am Ganzen, dass das nicht zustande ist. Bei der Frau Kopp hat sie ja, glaube ich, auch, das war 1989, ihren Rücktritt gewesen aus dem Bundesrat. Dort hat es auch eine Reibungsfläche gegeben, oder? Ja, voran ich habe hier das neue Recht bekämpft. Oder? 85 ist das gewesen, ja. Das war eigentlich ihr Einstieg in die Nationalpolitik, ja, oder? Ja, gut, das war ja mehr Zufall gewesen. Ich wollte gar nicht so eine Sache machen, nur wollte ich sagen, das wird nicht funktionieren. Wenn du zwei Verantwortliche erklärst, das geht schon. Aber wenn es Mais gibt, dann, wer ist es denn? Und darum haben wir ja gesagt, wenn wir das Eherecht so machen, dann nehmen wir viel weniger Entscheidungen. Wir haben doppelt so viele Leute abreiten. Und sie war natürlich auf der anderen Seite gewesen. Aber das hat nicht zu einem ewigen Zerwürfnis geführt wegen dem. Aber da erinnert man sich daran. Und, ich weiß nicht, ich habe keine Mühe. Ich habe auch keine Mühe, mit Gegnern zu verkehren. Also, zum Beispiel da, wo in Deutschland ist, dass man sagt, die Alternative für Deutschland, mit solchen Leuten spricht man nicht. Ich kann das nicht verstehen. Wir reden doch mit jedem. Aber gut, das ist eine schweizerische Eigenheit. Oder? Mhm. Und dann, wenn wir noch ganz am Schluss sind, der Villiger, dann steht er mit der Swissair, oder? Das ist auch. Ja, natürlich. Ja. Er hat erst gesagt, ja, nicht. Wir brauchen da keine staatliche Fluggesellschaft. Und nachher ist er plötzlich mit der Swiss hineinführen gekommen, die wir hätten sollen übernehmen als schweizerische Gesellschaft, oder? Der Bund eigentlich.
Und sie ist ja dann auch nicht gegangen. Wir mussten sie dann müssen verscherbeln an die Lufthansa, weil sie einfach nicht funktioniert hat. Aber das sind Differenzen, die man hat. Und dann natürlich mit allen sind Differenzen gewesen, die immer noch sind in der Europafrage. Die sind natürlich alle für das EU-Wehr gewesen und dann für den EU-Beitritt noch, oder? Der Bundesrat. Und das Schweizer Volk hat gesagt, nein, machen wir nicht. Das war die wichtigste Volksabstimmung. 92, aber ja. Jetzt sind wir wieder gleich weit. Jetzt wollen sie es gleich wieder probieren. Das heisst, die EU will es probieren. Die EU hat gesagt, jetzt machen wir einen institutionellen Rahmenvertrag. Und jetzt fängt das wieder an. Die wollen einfach in die EU schlussendlich. Gehen sie heute nicht mehr zu. An die treibendsten Kräfte gehen sie heute nicht mehr zu. Ich habe da letztes Interview gesehen vom Herrn Kielholz von der Credit Suisse, oder? Und Rückversicherung, der ist ja das ist, glaube ich, die Bilanz. Bilanz, ja. Und hat er gesagt, ja, er gehört auch zu denen, die nicht mehr wollen, in die EU. Der wohnt natürlich, aber sie merken, heute kannst du das nicht sagen, sonst kommt es aus. Spielen natürlich alle mit verdeckten Klavier, das ist ja klar. Und solche Differenzen sind natürlich heute noch da, wenn ich die drei sehe. Aber politisiert man dann, wenn sie auf dem Balkon stehen, auf dem KKL nicht, oder? Nein. Heute politisiert man nicht mehr, erzählt Anekdoten, die. Krankheiten, die man vielleicht hat, ja. Das haben wir nicht erzählt. Nolli Kollo ist noch gut, wir haben doch mal Bundesrat Tegli gehabt. Ja, ja. Der, der kein Haken hat. Genau. Waldsterben ist noch dort gewesen, ja. IT, genau, ja. Und als er so zurücktrat, ist er gelaufen. Da ist eine Frau gekommen und dann gesagt, ja, sind Sie nicht der Bundesrat, Tegli? Dann hat er gesagt, ja, lebt er noch. Also Tegli zu dieser Frau, ja. Das war ein Lustiger. Ja. Also, das war das Treffen von diesen Altbundesräten. Das ist eigentlich eine sehr heitere Geschichte, wenn wir das so, jawohl, so ja. anschauen. Gehen wir wieder zurück in die Realität. Wir haben es schon ein paar Mal angekündigt in der vorletzte und letzte Sendung, dass man auch mal über England redet. Das ist ja eigentlich eines von Ihren Lieblingsländern. Wenn Sie jetzt dem Johnson müssen, eine Note geben müssen, 1 bis 10, was würden Sie sagen? Kann ich nicht so sagen, weil ich kein Engländer bin. Wir müssen sehen, das ist ein anderes System, das England hat. Auch die Schweizer, die jetzt hier den Stab brechen über den, der hält sich nicht als Parlamentsschluss. Der hat das Parlament geschlossen und der macht etwas anderes. Und was ist denn da für eine Verfassung? England hat keine Verfassung. England hat das Gewohnheitsrecht. Man sagt auch, die entscheiden Gericht von Fall zu Fall, was richtig oder falsch ist. Das ist ein anderes System, als wir haben. Und mit dem sind sie ja durchgekommen, oder? Mit dem System. Und in dieser Exit-Geschichte ist eben etwas ganz Verrücktes. An sich entscheidet in Englands Parlament. Das ist auch Johnson seine Meinung. Aber sie haben eben eine Ausnahme gemacht. Wenn man am Anfang nehmen, einen kleinen Fehler macht, der nicht richtig ist, ja, jetzt machen wir das, hat es Folgen. Nämlich, in dieser Frage vom EU-Austritt hat der Cameron, das ist der frühere, also von der Frau May, ist das der Ministerpräsident in England, hat er gesagt, wir legen die Frage dem Volk vor. Auf einmal bringt er die direkte Demokratie ein für ein Land, das gar keine direkte Demokratie hat. Und sagt, jetzt wollen wir schauen. Wenn das Volk sagt, wir wollen raus, gehen wir raus. Und hat natürlich gedacht, das Volk sagt, wir bleiben drinnen, oder? Und jetzt hat das Volk gesagt, wir wollen raus. Und jetzt kommen sie in blöde Situationen. Jetzt sagt das Parlament, wir wollen nicht raus. Die haben ja vorher schon nicht raus. Und es kommt nicht in Frage, dass wir ohne Vertrag rausgehen. Wir müssen einen Vertrag haben, aber sie können sich nicht einigen mit der EU. Und der Johnson sagt, ja, jetzt haben das Volk gefragt. Ich muss den Volkswillen jetzt machen. Sagt mir, aber England ist eine parlamentarische Demokratie. Sagt er, wieso haben Sie denn das Volk gefragt? Jetzt, er sagt, ich muss aufs Volk gehen. Und ich mache das, was das Volk will. Und das Parlament sagt, du musst machen, was das Parlament will. Und das ist das Gegenteil. Ja, es wird dann absurd. Er hat dann gesagt, dann müssen wir das Parlament auflösen und ein neues Parlament wählen. Das wollen sie auch wieder nicht, jawohl, oder? Ja, und jetzt kommt dazu,
Er hat gesagt, jetzt machen wir so lange keine Parlamentssitzung. Nach der englischen, ich kann es nicht sagen, Verfassung, sondern nach dem englischen Bundesrecht, Rechtssystem ist es so, dass der Ministerpräsident das kann machen kann, braucht allerdings die Einwilligung von der Königin. Das hat er, die Königin hat das unterschrieben, wobei die Königin unterschreibt eigentlich fast immer das. Aber die unterschreibt alles, oder? Ja, nicht alles, aber... Haben Sie eigentlich die Königin mal gesehen? Nein, Nein, habe sie nie selber getroffen. Aber das ist jetzt halt eine Monarchie, das kennen wir alles nicht. Und jetzt wird der Johnson wird jetzt hier zusammengehackt, auch in der Schweiz. Den mache ich nicht, was das Parlament beschlossen hat. Das stimmt. Aber er sagt, ich muss ja machen, was das Volk sagt. Darum ist es so eine ausweglose Situation. Jetzt, um was geht es eigentlich? Und da bin ich jetzt der Meinung, Johnson hat recht. Wenn der muss verhandeln mit der EU, um einen Vertrag zu machen, dann kann der nur durchkommen, wenn er sagt, los, wenn ihr nicht Hand bietet, dann gehen wir runter. Ohne Vertrag. Von dem hat die EU eine Riesenangst, dass sie rausgehen ohne Vertrag. Die Engländer natürlich auch, weil das ist schwierig. Wie eine Scheidung, gehst du auseinander ohne Abmachung, oder? Ist das besser oder schlechter? Das weiß ja nicht. Es ist ja auch eine Scheidung. Und das Parlament sagt, nein, ohne Vertrag nicht. Dann hätte er kein Boden mehr für die Verhandlungen. Sagt Theo, ja, wir bleiben dort. Sie gehen ja nicht raus. Gehen ja nicht raus. Ohne Vertrag. Und wenn wir nicht Hand bieten für einen Vertrag und sie auch nicht, dann was ist denn? Du weißt ja nicht, was denn ist, oder? Und jetzt in diesem Streit ist eigentlich das. Meine, England hat eine hohe parlamentarische Kultur. Ich meine, man muss mal die Auseinandersetzung sehen, im Parlament. Also mir gefällt das. Die offene Direktheit, oder? Wo keiner eigentlich einem anderen sagt, ja, jetzt müssen wir ein Land flattieren, wo ja alles geheuchelt ist und hinterhältig ist. Sie sind sehr direkt. Und das spielt sich jetzt hier ab. Und der Johnson ist alleine. Das ist aber nicht etwas Außerordentliches in England. Erinnern wir uns, Kriegsjahre, der Churchill. Der war ganz verreckt allein. Der hat alle abgebrüllt. Aber er ist gestanden. Und der Johnson hat ja Sympathie für den Churchill. Er hat ja auch eine Biografie geschrieben. Ja, aber eine gute, also ja. Sehr schöne. Ja. Aber trotzdem, es wäre ja schon optimaler, wenn er eine Unterstützung hätte. Ja, natürlich. Die sucht er natürlich auch. Eben, die sucht er auch, oder? Ja. Natürlich verrückt, seine eigene Partei hebt ja nicht. Ja. Das ist jetzt ja das Problem. Es sind ja ein paar auf die andere Seite zur Opposition gegangen. Und wenn die Partei, die natürlich, hat er nicht so viele übrige Mandate, oder? Hat ein Mandat mehr. Ja, der ist, glaube ich, übergegangen, ja. Ja, zuerst der und nachher sind noch 12 andere auch noch gegangen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind. Und das ist aber natürlich auch in England, ist das auch so, dass die Parteibundenheit ist kleiner. Die wechseln ja die Partei. Der Churchill hat ja gewechselt. Ja, das ist ja... Er war ja zuerst bei der Labour gewesen, und nachher ist er zu den Tories, oder? Also, das ist andere Länder, andere Seiten, wir müssen aufpassen. Und jetzt sage ich etwas zu den Moralaposteln in der Schweiz, die Johnson so verdunkelt. Der hält sich nicht als Parlament, weil er sagt, er müsse den Volkswillen machen. Was machen denn unsere? Bei uns ist es dann so, dass es festgelegt ist in der Verfassung, dass der Gesetzgeber das Volk und für die Verfassung das Volk und Kanton sind. Also anders als in England. Bei uns ist das so festgeschrieben. Und auch da muss man sich halten. Das ist auch eine der ganz grossen Stärken, auch der wirtschaftlichen Stärke der Schweiz. Man haltet sich denn die zum Beispiel bei der Abstimmung über Masseneinwanderung, wo das Volk ganz klar gesagt hat und 2/3 der Kantone gesagt haben. Also, das ist zu beenden und wieder eigenständig zu machen. Du musst verhandeln mit der EU für ein koordiniertes System. Es ist angegeben, was sie alles machen müssen. Die haben nicht verhandelt, die haben das Volk angelogen.
Im Parlament haben sie das Gegenteil gemacht, wo die Initiativen vorgesehen sind. Also die müssen dann nicht wieder den Zeigefinger aufheben gegen einen, der jetzt den Volkswillen ernst nimmt. Und die anderen finden, man muss das Parlament ernst nehmen. Aber der Fehler war, dass sie in England eine Volksabstimmung gemacht haben über den Brexit. Das war auch eine Schlaumeierei vom Cameron. Der hat gesagt, ja, machen wir doch so. Wir sind ja gespalten im Parlament. Dann muss es dem Volk geben, oder? Jetzt entscheid du. Und er hat natürlich gedacht, ja, die sagen schon nein. Ja, die wollen nicht aber auch überrascht mich die Aussage von Ihnen. Sie sagen ja immer, das Volk soll entscheiden und das Volk soll immer Recht haben. Ja? Ja. Und Sie schauen jetzt als einen Fehler an. Also ich sage nicht, es soll immer Recht haben, aber was das Volk entscheidet, das muss gelten, weil das ist der Gesetzgeber. Ja, ja. Aber bei uns ist das Volk der Gesetzgeber. Sogar in der Also in England glauben in der Sie aber... geschrieben. England ist eine keine andere, direkte Demokratie. Das ist ganz gefährlich, wenn man sagt, das Parlament ist die oberste Behörde. Und dann in einem Moment, wo es einem gerade passt, sagt, jetzt soll das Volk noch entscheiden, dann scherbelt es. Und darum wissen sie im Moment nicht, was eigentlich gilt. Und darum sagt der Dings, gesagt, der Johnson, dann machen Neuwahlen. Ja. Machen Neuwahlen. Und an sich ist natürlich die Opposition immer für Neuwahlen. Und jetzt ist sie plötzlich... Ja klar, weil sie Angst hat, dass sie dann rauskriegt. Und Johnson am Schluss noch eine Mehrheit überkommt. Also eine Mehrheit auf jeden Fall die stärkste Partei wird. Und der Johnson weiss natürlich auch, dass es die stärkste wird. Weil das englische Volk sagt, wir wollen raus. Haben sie in der Abstimmung schon bewiesen. Also das sind Vermutungen, dass sie so rauskommt. Haben Sie den Johnson einmal getroffen? Nein. Also nie in Kontakt mit ihm? Nein. Hat er dann mal in die Schweiz? Genau, aber hat er mal noch in die Schweiz kommen? Ja, hat er nicht geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Man hat ihn mal eingeladen für einen Vortrag, aber es ist dann nicht zustande gekommen. Aber es ist eben ein Ding, wenn man ein bisschen etwas falsch macht an einem Ort, hat das manchmal furchtbare Folgen. Und falsch war, das war ein Fehler, dass man in einer parlamentarische Demokratie, wo man sagt, das Parlament ist so bestimmt. Es gibt keine direkte Demokratie. Dass man dann ein bisschen direkte Demokratie macht, wenn es einem gerade passt, dann kommt man am Schluss nicht mehr raus. Aber wenn wir gerade bei dem Konjunktiv sind und bei diesen Wenn-Diskussionen, dann hätte es ja gar nie einen Brexit gegeben. Wie im Parlament hätten sie ja nie eine Mehrheit gefunden für einen Brexit. Ja, dann wäre ja vielleicht der gescheiter gewesen. Es hätte dann vielleicht schon einen gegeben. Weil bei den Wahlen hätten dann die, die für den Brexit waren, vielleicht Mehrheit bekommen. Dann hätten sie es im Parlament auch beschliessen können. Das ist der Umweg über das Parlament. Setzen wir so zusammen, damit das passiert, was das Volk hat. Aber geht ein bisschen länger. Und die haben natürlich Angst bekommen bei den Tories. Sonst gönnt eine andere Partei, nämlich die, die für die wo ihr Programm der Brexit ist, oder? Und die war ja da gewesen und die haben auch Erfolg gehabt, oder? Und darum hat man gesagt, ja, machen wir es über das Volk und dann können wir da machen, was Volk sagt. Das sind alles Schlaumeiereien. Klar, es hat niemand gerechnet, damit er so entschieden wird. Ja, oder? Natürlich. Ja. Aber jetzt ist beschlossen, er wird ja so oder so stattfinden, oder? Es ist einfach noch die Frage, warum du ja, noch... Ja gut, das ist jetzt natürlich... alles, das sind jetzt so Detailfragen. Dürfen die Parlamentspause machen oder nicht machen? Muss ja das Gericht entscheiden. Das eine hat so gesehen, das andere, das oberste Gericht vielleicht. Aber am Entscheid ändert es ja am Schluss. Ändert es ja nicht, dass England aus der EU rausgeht, oder? Ja, also natürlich, wenn Sie sagen, ohne Vertrag dürfen sie nicht raus. Und sie haben keinen Vertrag. Dann bleiben sie ja drin bis dann. Und das ist ja, weil der Vertrag, was die EU jetzt gemacht hat mit der Vorgängerregierung. Der hat ja so eine Schlaumeierklausel drin, dass, solange das Problem nicht gelöst ist mit Irland, das ist ja die Frage von einer Grenzziehung, oder? Solange bleibt England noch drin. Und jetzt sagt einfach die EU, wir gehen nie nach. Wir können denen nie nachgehen. Dann bleiben sie ewig drin. Das sind immer so Schlaumeierlösungen, wo man eben die Politik macht, oder wo einfach nicht verhebt. Darum, also wenn der Johnson wirklich durchstoßt, dann gehen die raus und sie werden sehen, wenn die rausgehen. Und dann rumpelt es am Anfang. Ist ja klar, das ist
Ja, sagen immer das Gleiche. Es ist wie bei einer Scheidung, wenn die rausgehen, rumpeln das Zimmer, oder? Und musst eine Einigung suchen und keine findest, dann ist es, geht es halt länger. Aber ich bin überzeugt, die negativen Folgen sind gar nicht so gross, wie die tun. Das ist jetzt auch die Angst von der EU, die sie hat. Wenn die rausgehen, ohne Vertrag, und es funktioniert noch ganz ordentlich, dann sind wir dann ganz blöd dran. Und jetzt auf einmal, die wehren sich gegen den Brexit. Aus einem Grund, damit die Holländer nicht rausgehen. Wie wenn denn das funktionieren mit den Engländern? Und die noch blühen? Das wird doch ein bisschen der Fall sein. Dann nachher sagen die Holländer, wir meinen noch viele Länder, die gerne raus wollen. Aber Holländer sind jetzt... Holländer sind derjenigen, die sagen, ja, schau dir mal England an. Ja, ja. England. Aber von denen gehört man gar nicht, von den Holländern. Ja, nein, sie haben es auch unter der Decke, oder? Und denen machen ein bisschen was wollen und so. Dass, also die EU ist ja nicht in einer guten Verfassung. Und das ist der Grund, das ist ein bisschen mit der Schweiz so. Darum wollen die nicht, dass wir außerhalb der EU bleiben. Wir schaden ihnen ja gar nicht. Wir haben ja ein gutes Verhältnis mit denen. Aber nein, die dürfen nicht unabhängig sein, weil jetzt sieht man in der EU, es funktioniert auch ein Land, das außerhalb ist. Und das gibt Appetit, oder? Und wir wollen ja denen nicht schaden. Wir wollen einfach selber bestimmen, auf unseren mehr als 700 Jahre Grundsätze, wir sind ein souveränes Land. Und wir geben unsere Stärken nicht preis. Wir brauchen auch andere Stärken als die. Wir sind ein kleines, rohstoffarmes Land und die brauchen eine andere Verfassung. Und man sieht jetzt auch, jetzt ist die EU wieder blöd dran. Sie hat uns den ganzen Juni gedroht, wenn ihr jetzt nicht unterschreibt. Bis am 7. Juni müsst ihr unterschrieben haben. Sonst fällt die Börsenäquivalenz und die Zürich-Zeitung hat geschrieben, das Wirtschaftsblatt, die Wirtschaftsverbände unterschreiben, sonst kommt das, das wird ganz schlimm. Wir haben nicht unterschrieben, die Börsenäquivalenz ist ja weg. Kein Mensch hat etwas gemerkt, also niemand hat etwas gemerkt, etwas Negatives. Seit dem 1. Juli ist die aufgehoben, Ende Juli hat es geheissen, die Schweizer Börse merkt nichts. Sie hat sogar einen größeren Umsatz als vor einem Jahr. Das sind alles so bürokratische Schumschlägereien, die meinen, das Leben findet statt auf dieser Abkommensebene. Wir verkaufen doch unsere Produkte, wie wir gute Produkte haben. Hohe Qualität und die wollen wir weiterhalten. Und wenn wir hier nachgehen, in die EU rutschen, haben wir das Gegenteil. Und so kann es auch sein, mit dem Brexit. Besten Dank, Christoph Blocher. Das war Tele Blocher von dieser Woche. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.